Mikrobewässerung oder auch Tropfbewässerung ist die Technik, hier punktuell über Einzeltropfer Wasser bedarfsgerecht an die Pflanze zu bringen. Wir sparen dadurch ca. 40% Wasser ein und auch ca. 40-50% Energie. Allgemein, Mikrobewässerung ist eine Frage der Amortisation. Wenn es alle 10, 20 Jahre mal trocken ist, dann braucht natürlich keiner hier investieren. Aber die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass doch der Wasser hat, auch ernten kann und dann auch entsprechend einen guten Preis hat. Jede Problemstellung draußen schildert sich anders. Ein Kunde hat gewisse Mengen Wasser zur Verfügung und eine gewisse Fläche. Und wir müssen dann zusehen, wie wir hier die beste, preisgünstigste, ressourcenschonendste Lösung für den Kunden erarbeiten. Im Feldgemüsebereich, diese Einwegschläuche, nur um mal eine Größenordnung zu sagen, verkaufen wir jedes Jahr so ca. 8 bis 10 Millionen Meter, steigende Tendenz. Ressourcenschonend bedeutet natürlich auch, dass wir die Tropfschläuche nach Gebrauch, gerade die Einwegschläuche, die mit Feldkulturen jedes Jahr ausgebracht werden oder mit Gemüsebaukulturen, zu 100% wieder recycelt werden. Hier in Europa, da haben wir ein Entsorgungskonzept oder ein Recycling-Konzept inzwischen schon mit unserem Partner Netafim aufgebaut, sodass der Kunde hier kostengünstig saubere Ware sortenrein recyceln kann. Alles ist trocken. Wir haben die Lösung.